Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. In der letzten Folge sind wir endlich in das Gebiet von Surt, dem Feuergott, dem Zerstörer, dem Eroberer, vorgedrungen und haben nochmal eine ganze Menge über Senua und Druth erfahren. Nach wie vor bin ich mir nicht ganz sicher, ob Druth nicht auch eine recht zwiespältige Figur ist. Und da spielt es erstmal gar keine Rolle, ob er nur für Senua Realität ist oder auch in unserer Realität tatsächlich existieren würde. Bei Druth bin ich mir nicht sicher. Was mir einfach nicht runtergeht, ist, wie er sich vorgestellt hat. Der Lügner, der alte Narr. Beim Narren habe ich nicht so sehr das Problem. Der Narr ist für mich eine durchaus positiv besetzte Figur, aber ein Lügner? Na, ich weiß nicht. Wir werden gucken, ob sich das noch irgendwie für uns weiter entdecken wird, was mit Druth los ist. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Wir wollen ja irgendwann mal gegen Surt antreten. Ich kann bloß hoffen, dass der nicht ganz so heftig ist wie dieser Valraven. Das fand ich schon reichlich anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Aber einfach, weil ich mich immer so aufreg. Okay. An die vielen toten Körper habe ich mich mittlerweile ja echt gewöhnt. Die sehen hier auch alle so verdorrt aus. Das war aber bei Valraven eigentlich genauso. Das ist, als würden die einfach da, ich weiß gar nicht, so vor sich hindorren. So wirkt das ein bisschen. So, da können wir rüber. Und da können wir lang. Und das ist schon wieder dieses Windspiel. Oh. Ich finde die Dinger unheimlich, ehrlich. Vielleicht habe ich irgendwann mal irgendwelche Horrorfilme gesehen. Okay, da kann ich runter. Jetzt gucken wir uns hier erstmal in aller Seelenruhe um. Das Szenario ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Da geht es auch irgendwo weiter. Ich laufe mal ein bisschen. Da kann man auch hochklettern. Und da jetzt irgendwas entdecken. Ich klettere einfach mal hoch und wir gucken dann von oben runter. Wobei es ja vielleicht immer sinnig ist, erstmal die Tür zu suchen, dass man die... Ja. Da ist die Feuertür. Und wo? Ah, da drüben. Okay, alles klar. Gut, drei Runen diesmal sogar. Dann klettern wir hier erstmal runter. Wahrscheinlich müssen wir nachher hier hoch, um eine von diesen Runen zu finden. Drei Stück, das ist schon recht heftig. Eine wäre mir immer lieber. Aber so dunkel erinnere ich mich natürlich noch, wo sie in etwa sein könnten. Bevor wir uns jetzt hier im Einzelnen umgucken, holen wir uns erstmal ganz kurz die Runen ab. Da können wir nachher auch noch rüber. Drei Stück. Ach du Jessas. Okay. Gehen wir suchen. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am, free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Okay, so, dann gucken wir mal, ob wir hier durch können. Na komm, nochmal. Keine Chance, okay. Gut, dann müssen wir wohl da drüben irgendwo hoch und dann auf die andere Seite, dann müsste es funktionieren. Wahrscheinlich können wir die Tür nur von der anderen Seite öffnen. Oh, hier gibt es bereits was zu finden. Ich hab's auch schon. Das sieht mir doch sehr nach einem P aus, oder?
Also ich bin wirklich froh, dass die das anzeigen, indem jetzt überall die Runen dann rechts und links in der Luft rumschweben. So, das P haben wir. Okay, und hier hat es das nächste Zeichen. Wir gucken uns aber trotzdem erstmal um, ob wir noch irgendwo einen Runenstein finden. Ja, wusste ich's doch. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The Rainbow Bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Ist ein bisschen ein Verschwörungstheoretiker, der gute Druth. Hier? Nee, ist falsch rum. Ich muss nach außen. Also dann gehen wir mal runter. Das ist falsch rum. Vorher gucken wir uns hier nochmal eine Runde um. Oh, ist schon wieder so ein Windspiel. Wie kann man sich das nur in den Garten hängen? Das werde ich nie begreifen. Komme ich hier jetzt nicht durch? Ach, meine Ö. Wieder ein Schmied. Einmal kurz rumgeguckt. Kann ich denn da hinten auch irgendwie rum? Das würde mich mal interessieren. Komm, wo war es hier? Ist es genau. Focus. Okay, kann ich da hochklettern? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt müsste ich das Tor aufkriegen. Von der Seite müsste es gehen. Und jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich da irgendwo rumkomme. Von oben geht es auch nicht, weil da war ja dieses Gebiet, wo der Runenstein ist. Also dann kommen wir da wahrscheinlich nicht hin. Gut, okay. Dann vermute ich, dass das nächste oder die letzte Rune irgendwo von hier oben aus zu finden ist. Naja, ich vermute es natürlich nicht, ich weiß es. Da. P. Aber glaub bloß nicht, dass ich mich an alle erinnere. Das ist nämlich das Peinliche an der Sache. Es ist durchaus möglich, dass ich mal irgendwann genauso blöde davor stehe, wie wenn ich es das erste Mal spielen würde. Ich weiß noch, dass es hier auch irgendwas mit dem Winkel zu tun hatte. Also dieses Ding da ist es in jedem Fall. Aber da muss ich noch irgendwie den richtigen Winkel finden. Wartet mal, wie war denn das? Wie war das? Na, seht ihr, jetzt geht's schon los. Ich habe es schon längst, habe es schon mal gemacht und weiß trotzdem nicht, wie ich gucken muss. Das ist irgendwie... Das hat, glaube ich, mit diesem Ding hier zu tun. Lass mal sehen. Wie war das denn noch? Oh, Verflixung aber auch. Oh Mann. Seht ihr? Jetzt ist es soweit, dass ich es nicht weiß. Warte mal, ist es da? Zum Kuckuck aber auch.
Wie war das noch? Ah, da drüben sehe ich wieder das Herz von Hell. Wie war denn das noch? Verflixung aber auch. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ist das peinlich? Ah, warte mal. Mann, verflixt ihn aber auch. Ja, man würde denken, dass es das hier ist. Aber da brauche ich noch. Wartet mal. Das ist perspektivisch. Verdammt. Ich weiß, dass ich, als ich es für mich gespielt habe, da auch ewig rumgesucht habe. Das ist irgendwo da unten. Lass mal gucken. Komm schon. Ja, verdammt. Das ist immer so der Grund, warum man nicht gerne sagt, dass man es bereits schon mal gespielt hat. Weil dann nämlich genau diese Dinge passieren. Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber es muss hier oben, von hier oben muss es zu finden sein, sonst würden wir ja hier die Rune nicht sehen. Und das muss was damit zu tun haben. Da bin ich sicher. Oder ich verrenne mich und habe was komplett falsch in Erinnerung. Auch das will ich nicht ausschließen. Naja, gut, okay. Wenn es mal wieder länger dauert. Verdammt. Mann, peinlich, 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 peinlich. Wahrscheinlich gucke ich hier groß, ganz großartig und gekonnt dran vorbei. Wie kriege ich denn da? Da muss jetzt noch was so quer. Aus welchem Winkel kriege ich das? Ich glaube, dass ich mich verrenne. Also wird das nie was. Der kann es nicht sein hier. Das gibt's doch gar nicht. Ah? Verflixe mal aber auch. Oder muss ich es irgendwie von hier aus? Lass mal gucken. Warte, warte. Geh mal nach unten, Senua. Das gibt's doch nicht.
Oh, Frau Hawk. Leute, ich sehe es wirklich nicht. Ich sehe es nicht. Warte, da ist es. Ach, jetzt aber. Da ist es. Ich hab's. Yes, okay, alles klar. Mai, war das eine schwere Geburt? Ich habe mich hier wieder von dieser blöden Fahne verarschen lassen. Das ging mir, glaube ich, schon in meinem privaten Spiel so. Naja, okay, wenn es mal wieder länger dauert. Aber egal, wir haben es gefunden und das ist ja das Wichtige. Jetzt können wir diese Tür öffnen und können dann wieder losrennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt dann auch Surt begegnen. Wenn wir dann durch diese Tür gerannt sind. Okay. Mal gucken, ob beim Feueropfer wieder Feinde sind. Someone, if I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Ja, aber mein Freund, ich bin mir gar nicht sicher, ob du deiner Darkness wirklich entflohen bist. Ich guck mal ganz kurz, ob man da irgendwie vielleicht weiterkommen könnte. Ach nein, siehste, das ist der Ort, genau wo wir vorhin nicht weiter konnten. Also das heißt vorhin in einer der letzten Folge, wo Ruth uns gesagt hat, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Ihr erinnert euch vielleicht. Okay. Na komm. Ja, Fokus. Und dann rennen wir einfach los. Wie gehabt? Da. Ah. Lauf. Lauf, Mädchen. Ah, da kann man sicherlich zu Tode kommen. Lauf, Senua, lauf, lauf. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Don't give up, genau. Nein. Nein, Senua, nicht. Oh, ohne Maske. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. Dillian? We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Okay.
Vadilian. Sort. Ach du Scheiße. Oh oh. You destroyed everything. Everyone. But not me. Fight now. Oh, was ein Wüterich. Ach, du Scheiße. Der, oh Gott, der trifft einmal, dann ist hier alles zu Ende. Ich habe erhebliche Zweifel, dass man... Oh, 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 oh. Dass man den blocken kann. Und weg da, Senua, weg da. Boah. Muss man aufpassen. Ich glaube nicht, dass wir den blocken können. Au, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Weg. So. Komm. Und weg, 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 Senua, weg, 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 weg. Boah. Geh weg da. Oder können wir da angreifen? Komm, greif ihn an. Jawohl, genau. Und weg, 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 weg. Oh, Gott. Senua, steh auf. Und weg da, weg da, weg da, weg da. Geh weg. Oh, oh. Schmeißt doch gleich mit Feuer, oder? Boah. Geh weg da, Senua, geh weg da. Ich traue mich nicht, den zu blocken. Nein, nein, der gewinnt nicht. Ah, Fokus. Fokus, Senua. Weg da. Und jetzt greif an. Gib's los. Und weg, 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 weg. Ach, mein Gott, was ein Wüterich. Weg, 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 Senua. Fokus. Los. Ah, yeah. Wusch. Boah. Die Tür nach Hell. For every battle won, a greater battle takes its place. But so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Tja, Leute. Nachdem Sort erschlagen worden ist, ist offensichtlich auch Druth aus dem Leben von Senua geschieden. So zumindest deute ich jetzt mal diese Sterbeszene hier, weil Druth ja mit dem Feuer
verbunden war, eng verbunden. Das Feuer hat ihn gerettet, indem er durch das Feuer gerannt ist und geflüchtet ist. Und ich habe so den Eindruck, das war vorhin, als wir die Szene mit Dillian hatten, in der Senua merkwürdigerweise auch diese blaue Maske nicht trug. Ich habe so den Eindruck, da war ein Satz, der mich vermuten lässt, dass auch Senuas Volk im Feuer gestorben ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich mir das einbilde. Könnte sein. Ist hier noch irgendwas für uns zu finden? Nein, gar nichts. Also den fand ich jetzt ein bisschen einfacher als den Valraven, wenn ich ehrlich bin. Der war zwar deutlich eindrucksvoller. Muss ich da jetzt zurücklaufen? Druth was a troubled man. A scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Leute, wo muss ich denn hin? Den ganzen Weg wieder zurück? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Müssen wir echt den ganzen Weg zurücklaufen? Sieht mir aber fast so aus. Ich guck nochmal. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also hier kommen wir jedenfalls nicht weiter. Ja gut. Dann, ihr Lieben, glaube ich, dass wir zurückrennen müssen. Den ganzen Weg. Und dann, Leute, endlich können wir das Tor zur goldenen Brücke öffnen, die uns dann... Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir da vielleicht weiterkommen? Irgendeine Abkürzung muss ich uns doch auftun. Ja, genau. Genau. Klar, natürlich. Nun ist der Weg hier frei. Senua saw a deep connection formed between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Ich weiß nicht, ob das gut war, das zu sehen, was Druth sieht. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich traue dem Druth nichts, tut mir leid. Wirklich ein tief sitzendes Misstrauen. Warte mal, wie rum geht's jetzt? Ah, geht nur da lang. Also ich bin linearen Spielen ja gerne dankbar. Dafür, dass es einem in der Regel nicht ganz so schwer macht. Ich sag nur, Dragon Age Inquisition und Wölfe. Wer das Let's Play gesehen hat, das war episch. Was ich mit diesen Wölfen aufge... Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before, and she will do so again. You can be sure of that. Schon dreimal gestorben. Mutter, hast du noch was zu sagen? Nein, Mutter ist nicht mehr da. Wie hieß sie? Ganea, glaube ich, ne? Das können wir noch mal gucken, weil wir hatten ja einen Stein hatten wir übersehen. Die Frage ist, wo war das? Fehlte der uns hier schon? Lass mich da noch mal ganz kurz gucken. Fehlte der uns hier schon?
Oh ja, das ist schon ein ganzes Stück zurück. Okay, also ich glaube, der ist unwiederbringlich. Dann laufen wir jetzt zurück zum Tor nach Helheim. Und dann, ihr Lieben, soll es das für heute auch gewesen sein. Dieses Tor werden wir erst in der kommenden Folge aufstoßen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass das wieder etwas ist, was ein wenig länger dauert. You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Na, Mädels, habt ihr was zu sagen dazu? Aber nein, die Damen schweigen. Dann stoßen wir jetzt die Tür auf, schauen mal durch. Ladies, ich habe euch vermisst. Oh, das ist jetzt überraschend. Wieder ohne Maske. Wenn wir Dillian begegnen. Truth? Anyone? There is no one here but me. Wer bist du? Not you. Wer ist das? Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? Die Dunkelheit. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Ach du Scheiße. In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. The darkness touched you.
Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it, but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon, to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Ach du Herrje, Leute. Ich glaube, dass wir es jetzt dabei mal bewenden lassen für heute. Wir werden in der nächsten Folge über die Brücke gehen und das, was wir eben gehört und gesehen haben, ganz für uns selber verarbeiten. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!